Tradition wird beim FC St. Pauli besonders groß geschrieben. Aber die neuen Macher wollen auch für Innovation stehen. Kein Hightech als Statussymbol, sondern Fortschritt im Sinne des Vereins und seiner Fans wird proklamiert. Die neueste Errungenschaft des Kiezclubs ist eine echte Weltneuheit. Manche sprechen gar von einer Revolution. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich stehe hier in einem Kiosk in der Gegengrade des Millerntor-Stadions. Hinter mir ist der Bierjet, St. Paulis Winterpausen-Neuzugang, der bald in aller Munde ist. Neben mir steht Felix und den frage ich jetzt mal. Felix, was ist der Bierjet und was kann er? Ja, das ist unsere neue Zapfanlage für das Stadion, um die Leute besser und schneller mit Bier versorgen zu können. Es ist letztendlich eine Zapfanlage mit 6 Hähnen gleichzeitig und das können wir uns gerne mal angucken. Mit einem Knopfdruck können wir 6 Bier auf einmal zapfen. Wie schnell ist denn der Bierjet? Ja, wir brauchen im optimalen Fall 7 Sekunden für einen Durchgang und dann haben wir 6 Bier fertig, halbe Liter, und können die sofort abverkaufen. 6 Bier in 7 Sekunden, das kann ja jeder behaupten. Die Mopo macht den Test. Ja, 7,87 Sekunden, Test bestanden. Wie viel schafft der Bierjet dann in der Halbzeitpause? Ja, wir kommen zusammen mit Becherwechsel auf 360 Bier für eine Halbzeitpause. Das ist eine Menge, aber ob schneller auch besser heißt, werden wir jetzt nochmal testen. Schmeckt wie ein richtig gutes Stadionbier schmecken muss. Andere haben Learjet, St. Pauli hat den Bierjet. Prost.